is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Fragen zur Selbsterkenntnis. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herz ist? Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug? Und nicht falsche Eide schwört. Wer innerlich mit Christus verbunden ist, wird gegen alle Gesetzesübertretung und gegen jeden Anflug von Sünde kämpfen. Jeden Tag ähnelt er einem hellen und strahlenden Licht etwas mehr. Jeden Tag wird er siegreicher. Er geht von einer Stärke zur anderen und nicht von einer Schwäche zur anderen. Keiner soll sich in dieser Angelegenheit täuschen. Wenn du stolz hegst, dich selbst überschätzt, der Höchste sein willst, gerne prahlst, einen ungeheiligten Ehrgeiz entwickelst, murrst, unzufrieden bist, Bitterkeit hegst, böse über andere sprichst, wenn du lügst, betrügst oder verleumdest, dann wohnt Christus nicht in deinem Herzen. Du musst einen christlichen Charakter haben, der standhält. Unter denen, die behaupten, in der Wahrheit zu sein, muss es gründliche Bekehrungen geben, sonst werden sie am Tag der Prüfung fallen. Gottes Volk muss einem hohen Standard entsprechen. Es muss eine heilige Nation sein, ein ganz besonderes Volk. Eine auserwählte Generation, die eifrig gute Werke tut. Christus ist nicht für euch gestorben, damit ihr die Leidenschaften, den Geschmack und die Gewohnheiten der Welt habt. Keiner wird durch die Tore der Herrlichkeit hindurchgehen, es sei denn, er richtet sein Herz darauf hin. Stellt euch einmal den folgenden eindringlichen Fragen. Sind die irdischen Dinge wichtig? Sind deine Gedanken rein? Atmest du Himmelsluft? Trägst du eine Atmosphäre moralischer Verschmutzung mit dir herum? Bist du ernst und geweiht? Dienst du Gott in Reinheit und in heiligem Schmuck? Frag dich ehrlich, bin ich Gottes Kind oder nicht? Wir haben in all unseren Gemeinden eine gründliche Reformation nötig. Die bekehrende Kraft Gottes muss in die Gemeinde hineinkommen. Schiebt den Tag der Vorbereitung nicht hinaus. Döst nicht in einem unvorbereiteten Zustand vor euch hin, ohne Lampenöl in eurem Gefäß zu haben. Lasst die Fragen nicht offen. Diese Unsicherheit ist gefährlich. Fragt euch ernsthaft, gehöre ich zu den Erlösten oder gehöre ich zu den Unerlösten? Werde ich bestehen oder nicht? Nur ein Mensch, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat, wird an diesem Tag bestehen. Augenblick um Augenblick ein echter Christ sein. Dann steht ihm der ganze Himmel zur Seite. The Lord.